Was geht ab, meine Flexer? Willkommen in diesem neuen YouTube-Video. Wie ihr sehen könnt, ein altbekanntes Gesicht neben mir. Tomek ist wieder mal da. Oder beziehungsweise ich bin bei Tomek. Und wir versuchen uns heute mal was Neuem, nämlich einem Kennzeichenhalter von Old Skull Brothers. Die haben mir den zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Wir werden jetzt mein, ja, was auch immer das Zusammengeschusterte da dran ist, tauschen. Denn das sieht doch schon ein bisschen besser verarbeitet aus. Und wie einfach das rangebaut werden kann, testen wir einfach, ob es Plug and Play ist. Und wir nehmen euch natürlich mit. Erste Sache, die wir machen mussten, war eigentlich die alten Schrauben lösen und irgendwie schon mal gucken, dass wir die neuen Montagepunkte finden. Bei Touring-Modellen habt ihr das Problem, dass das, wenn ihr das Originale abbaut, also das erste, habt ihr da so ein riesiges Loch. Und entweder holt ihr euch diese Adapterplatte, die jetzt montiert ist, oder ihr holt euch diese zwei Dinger, die hier bereits montiert sind, diese Blöcke. Die Blöcke passen an diese Montagestellen hier. Und ja, wofür ihr euch entscheidet, ist euch überlassen. Das kommt nirgends mehr ran, oder? Nee. Ganz professionell einfach mal, das kommt nirgendwo mehr ran. Ja, nee, natürlich nicht. Ja, macht ja auch keinen Sinn. Das einzige teure war das hier wirklich. Der andere Quatsch war nicht teuer. Ich glaube, dieser Block alleine kostet fast 150 Euro bei Heizbikes. Das ist für ein Stück Metall. Wenn das Ding ab ist, dann seht ihr auch, warum man das braucht. Denn wie gesagt, da ist so ein riesiges Loch dahinter. Aber ihr seht, hier sind die Punkte, wo normalerweise dann das Originale hinter verschwinden würde. Das sieht ein bisschen bescheiden aus. Jetzt müssen wir das neue ranmachen und gucken, wo wir die Bohrungen setzen für die Kabel, damit das einigermaßen passend ist. Aber ich denke mal, das wird irgendwo mittig da sein, ne? Von dem. Ah, okay, die Blöcke kommen quasi separat ran. Wir kriegen es auch so reingeschraubt. Das ist schon mal, erleichtert euch die Arbeit später auf jeden Fall. Also du hast sie jetzt quasi nur fixiert, damit du die richtig einstellen kannst. Genau. Ja. Also merkt euch. Setzt die Blöcke kurz ein, macht dann die Platte ran, damit die Abstände für die Schrauben schon mal richtig sind. Weil wenn ihr das hinten festschrauben würdet, könnten die so stehen, dass ihr die Schrauben gar nicht mehr reinbekommt. So kriegt ihr das schon mal fixierter. Und jetzt können wir mit Tommy quasi von hinten, genau. Ja. Durchgezogen werden können. Ne? Aber so wie es aussieht, haben die ja hier so eine Kerbe. Ne? Und dann hier wahrscheinlich irgendwie. Soll ich hier vorne halten? Nee, na, kein Gefühl, was ist das? Das Einzige, was ich befürchte, ist, dass wir das Kennzeichen, diesen Reflektor hier ein bisschen abschrauben werden müssen. Weil wir sonst das Kennzeichen nicht reingeschoben bekommen. Siehst du das? Na ja, kriegt man schon hin. Aber ich finde, wie du gesagt hast, Adrian, gerade, es sieht halt viel cleaner aus, weil alles so abgeschlossen ist aus einem Guss. Im Vergleich dazu zu dem, den ich hatte, das war ja eine Katastrophe. Da waren die Blinker also links und rechts einfach rangedappt. So, wie ich euch gesagt habe, Blöcke erstmal reinsetzen, dann Kennzeichenhalter rauf. Festschrauben, damit ihr die Position richtig habt. Jetzt sind die Blöcke richtig festgeschraubt. Jetzt lockern wir komplett das vordere Schild. Nehmen es ab. Und dann wird wahrscheinlich Tomek, so wie ich ihn kenne, die Bohrung setzen. Oder? Wir werden gleich bohren. Ja. Und dann werden wir es tatsächlich noch zwei oder dreimal ab und anschrauben müssen. Ja. Was für einen Bohrer nehmen wir? Achter? Da gehe ich gleich mit dem Zehner durch. Zehner? Dann gleich 10er, wenn dann richtig. Schrumpfschläuche werden jetzt aufgeschnitten. Dann gucken wir uns an, wie die Kabel von dem Kennzeichenhalter davor rangesetzt wurden. Und wenn das passt, dann können wir ja daran gehen. Brauchen wir jetzt gar nicht neu den Kabelbumm aufbauen. Dann müsste doch eigentlich passen, oder? Na klar, passt das. Wir haben das ein bisschen andere Kabelfarben, aber das ist ja gut. Schwarz, Rot, Gelb und dann haben die anstatt Blau haben wir Braun. Also wenn wir das so durchkriegen, dann
Oder willst du die so durchkriegen? Ist alles vorbereitet zum Löten? Machst du Schrumpfschlauch vorher ran dann, oder? Ja, Schrumpfschlauch kommt vorm Löten ran. Mhm. So, willst du dieses andere Kabel dementsprechend kürzen, dass du... Ja, wir brauchen ja nicht so viel Kabel. Ja. Wir behalten das, was wir an Länge benötigen, und alles andere fliegt weg. Das heißt, ich kann hier auf jeden Fall... Wenn man kein Werkzeug dafür hat, bei diesen ganz dünnen Kabeln, wenn man da einmal falsch ransetzt, ist das Kabel ab. Und das, wenn es zwei, drei Mal passiert und ihr das Kabel zu kurz geschnitten habt, seid ihr eigentlich am Arsch. Am besten geht mit den Zehen langsam. Mit einer Automatik abisoliert, ja. Sagen wir, wie der hier. Ja. Oder mit den Zehen ganz leicht oder so, weil wenn man da mit einer Zange probiert, ist langsam und... Kannst du vergessen. So. Brauchen wir noch ein Feuerzeug. Dann haben wir die blanken Stellen versiegelt. Dann sind die auch geschützt vorm Regen. Aber da wird nicht so viel Regen und Wasser raufkommen durch das Kennzeichen, was dann drauf liegt. Deswegen alles easy. Also ihr seht gerade, Tomek klebt die Kabel jetzt nochmal ab. Hat jetzt keinen irgendwie isolierenden Faktor, sondern es geht darum, dass die Kennzeichenhalter später einfach nicht erstens die Kabel, die Ummantelung zerreißen beim Reinschieben. Und es schiebt sich einfach besser rein, weil nichts im Weg ist, wo man irgendwie dran hängen bleiben kann oder sonstiges. Deswegen für euch auch ein Tipp, ihr könnt auch einfach ein Panzertape nehmen oder sowas, geht alles. Alter! Was denn? Die Arbeitsposition um die Zeit. Ja. Kannst du gleich liegen bleiben. Schraubst du gerade die Halter ab? Ich muss den jetzt noch mal komplett abnehmen. Ja. Ach so, ja, weil sonst kriegst du ja das Kennzeichen nicht rein. Ja, ja. Boah, ist das kompliziert. Habe ich jetzt gar nicht mal bedacht, wenn wir das Kennzeichen jetzt reinschieben wollen würden. Wir können die Platte ja nicht lockern, das Kennzeichen reinschieben und dann wieder ran, weil dann kommen wir nicht in den Schrauben ran. Das heißt, wir müssen jetzt Können ja von hinten bohren. Ja, ja, genau, das können wir natürlich auch machen. Montagebohrung in Fender. Ja, die geht auch. Nee, wir müssen jetzt tatsächlich wieder von hinten ran an die Blöcke, damit wir das wieder jetzt abbekommen, damit wir gleich den Reflektor kurz lockern können, Kennzeichen durchschieben, Reflektor ran, Madenschrauben festziehen und Blöcke wieder montieren. Dann sind wir durch. So, der Einbau ist vollendet, ihr habt es gesehen. Wie schwer war der jetzt, wenn du so sagst, 1 plus 10? 3. 3. Also es ist eigentlich nur zeitaufwendig, das mit den Kabeln und dieses ran, ab, wieder ran, ein bisschen anpassen. Ansonsten wäre es ein Plug-and-Play-System. Die Verarbeitung von deiner Seite aus? Super. Verarbeitung ist wirklich gut. Sieht auch wirklich gut aus. Kabel ausreichend lang. Das schöne Katzenauge gleich mit dran. Ja. Sollten die Madenschrauben rausfallen, was sie werden, auch wenn sie eingeklebt sind, die wirst du definitiv verlieren. Hast aber als das Katzenauge drunter, fällt nicht raus. So, also wir halten fest, Quali super. Wir haben einen relativ einfachen Einbau, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Elektrik, mit dem kriegt man selber sogar eingebaut. Ich finde, der Look ist mega cool, es ist alles schön clean drin und wir gucken uns jetzt mal die Funktion an. Es sind nämlich 3-in-1 Blinker verbaut, Abblendlicht, wenn man bremst, wird das Ganze ein bisschen heller. Und dann haben wir natürlich noch die integrierten Blinker, hier als Warnblinkerfunktion oder jetzt mal einzeln, damit ihr mal seht, rechts und auch links. Dann auch an dieser Seite einmal vielen Dank Old Skull Brothers für das Zuschicken dieses wunderschönen Kennzeichenhalters und das Aufwerten meines Motorrads. Tomek, danke für die Hilfe und dass du dabei warst. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn wir irgendwie was finden. Vielleicht wird es das oder nicht. Wir gucken, wir überlegen uns was. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.